So, hallo und herzlich willkommen beim neuen Video bei Willi0815. Schön, dass ihr wieder dabei seid, denn heute geht es um eure Sicherheit bzw. Sicherheit eurer Lieben, euer Grundstück, euer Auto, was auch immer, was man so überwachen will. Und heute habe ich euch mal ein günstiges Modell und ein sehr leistungsfähiges Modell mitgebracht, und zwar von der Firma Seatronic. Das ist eine hochwertige Kamera mit 5 Megapixel. Was die jetzt genau noch alles an einzelnen Leistungen hat, werden wir heute in diesem Video alles kennenlernen. Ich habe diese Kamera von Seatronic zur Verfügung gestellt bekommen, um euch die etwas näher zu bringen. Und vor allen Dingen, was mir an dieser Kamera sehr gut gefällt, ist der Preis. Die Kamera kostet momentan statt 99,99 79,99 und ihr bekommt noch einen 10% Coupon dabei. Und dann kostet die Kamera nur noch so ca. 72 Euro. Also für diese Qualität mit 5 Megapixel und was sie alles noch hat, das werden wir jetzt gleich alles sehen. Ich werde die erstmal auspacken. Wir machen ein kleines Unboxing. Ihr könnt da oben mal gerne nachschauen. Ich habe so eine Playlist. Da habe ich mal alle Überwachungskameras, die ich bisher mal so durchgenommen habe, hier auf meinem Kanal mal zusammengefügt. Da könnt ihr euch gerne mal informieren, denn jede Kamera ist anders. Man braucht nicht jede Kamera für einen bestimmten Zweck, sondern man muss sich immer die richtige raussuchen. Es gibt Außenüberwachungskameras, es gibt Überwachungskameras für innen. Da muss man sich selber mal die verschiedenen Leistungen anschauen und sich die Frage stellen, was brauche ich oder was brauche ich nicht. Aber wir schauen jetzt mal in den Karton. Wir haben ja zunächst erstmal die Kamera, dann ein Netzteil, muss über Strom laufen, hat keinen Akkubetrieb. Das hat seine Vor- und Nachteile, muss eben eine Leitung legen, Befestigungsmaterial. Und wir haben auch noch ein WLAN-Kabel. Ob man das überhaupt braucht, das werden wir auch gleich in diesem Video nochmal durchnehmen. Dann haben wir hier die Kamera selber. So, sie hat natürlich auch verschiedene Anschlüsse, unter anderem auch DSL-Kabel und Stromanschluss. Wie ihr seht, sind auch Antennen dabei, also kann man auch über das WLAN Funknetz quasi 2,5 GHz und 5 GHz diese Kamera steuern und empfangen. Sie kann also einmal mit einem Speichermedium gefüttert werden. So wie man sieht, hat sie auch hier einen Kartenslot. Also man kann also so eine kleine Minikarte hier einfügen. Ich habe jetzt eine 8 GB Karte. Kann die also hier einfach einfügen. Wird also alles wasserdicht abgeschlossen. Wie man sieht, hat man hier auch ein Mikrofon und einen Lautsprecher. Man kann also so eine Gegensprechanlage auch haben, wenn man also jetzt am Strand sitzt und da stellt es an der Tür oder man sieht, es ist jemand an der Tür, kann man sich mit demjenigen auch unterhalten. Hat ebenfalls auch LED-Scheinwerfer. Wir schauen uns die gleich auch mal in Action an. Ich schließe sie mal ganz kurz an und schau mal, wie sie so funktioniert, wie die steuerbar sie ist. Wir werden natürlich auch die App installieren und die jeweils auch dort anmelden, und damit wir die betriebsbereit haben und damit man die auch steuern kann von unterwegs. So, um euch mal die einzelnen Leistungen dieser Kamera aufzuführen und mal bildlich darzustellen, gehen wir jetzt mal ins Internet und schauen uns die Seite mal von Seatronic an. Hier ist die Kamera nochmal abgebildet und hier sehen wir auch schon ihre Beweglichkeit, also 355 Grad von links nach rechts kann man sie bewegen und 90 Grad von oben nach unten. Wir gehen jetzt mal ein bisschen nach unten, um mal die ganzen Leistungen genauer anzuschauen. Also hier sind ein paar Informationen über Seatronic. Sie gibt es schon 2008, wurde die Firma gegründet, sind also in USA, Europa, also tätig mit den Kameras. Jetzt schauen wir uns mal die gesamten Leistungen an. Hier haben wir so also diese 5 Megapixel Wi-Fi Außenüberwachungskamera, bietet Ihnen Tag und Nacht 5 Megapixel hochauflösende Bilder, unterstützt 2,4 GHz und 5 GHz Dualband Wi-Fi und ist mit einer Metallfrontabdeckung und IP66 wasserdichten Hülle ausgestattet, die für den Außenbereich geeignet ist und ihren Eigentum besser schützt. Und hier hat man so die ganzen Demonstrationen in Sachen Auflösung. 2560 mal 1920 Pixel, klarer und heller Megapixel HD Bild. Da sieht man den Unterschied. Hier haben wir die 2,4 und 5 GHz Wi-Fi. Also hier werden noch mal die 5 Dezibel Antennen, die wir ja schon gesehen haben am Gerät, nochmal herausgestellt. Stabile Signalübertragung. Kommt noch auf natürlich immer darauf an, wie weit eben dieses Internet vom Router aus nach draußen noch strahlt. So eine Reststrahlung, die sollte man sich auffangen, um die dann auch dementsprechend mit der Kamera zu verbinden. Es ist natürlich auch möglich, außerdem eine RJ45 Aetna Kabelverbindung herzustellen. Wer natürlich dann nicht auskommt mit der Strahlung, die nach draußen dringt vom Router, dann gibt es also nur diese Kabelverbindung. Wer natürlich nicht auskommt, zum Beispiel mit den normalen Routerstrahlungen,
Strahlung und muss sich dann noch Repeater kaufen. Also sie machen immer Sinn, gerade wenn man so eine Außenkamera installiert. Nicht alles geht direkt mit hoher Kraft nach draußen. Durch das Mauerwerk wird natürlich auch viel abgeblockt. Wer also jetzt in der Kaufentscheidung steht, sollte dann auch darauf achten, dass man dann auch ein DSL oder WLAN-Kabel anschließen kann, um eben die Kabelverlegung etwas abzukürzen. So, dann schauen wir weiter. Hier wird nochmal explizit aufs Material aufmerksam gemacht, also gegen Wärme, Korrosionsschutz, Haltbarkeit für den Außenbereich. Ist also die Front ist also mit einer Metallabdeckung konstruiert worden. Sofortiger Alarm bei Bewegung eines Menschen oder überhaupt Bewegung vor dem Haus, das bringt diese Kamera auch noch mit sich. Also sendet die Kamera einen sofortigen Ton- und Lichtalarm aus, um den Eindringling nachher abzuschrecken. Und man erhält dann auch noch eine App-Push-Nachricht, da hat sich irgendwas vor deiner Kamera bewegt. Dann haben wir das H265 Videoformat. Ist natürlich sehr viel effizienter. Spart die Hälfte der Bandbreite und des Speicherplatzes bei gleicher Videoklarheit. Und dann haben wir Auto-Tracking, das heißt also Personenerkennung mit automatischen Verfolgung. Reduzieren Sie die Fehlalarme um 95% und wo immer sie sind, ist auch die Kamera. Also die Kamera kann also einen Menschen erfassen und auch dementsprechend verfolgen, wo er denn hingeht. Dann haben wir eine Farbnachtsicht, Scheinwerfer an, dann hat man also ein Farbbild. Scheinwerfer aus heißt natürlich, dann kommen die Infrarotstrahler hier und die machen dann auch noch ein helles Bild in Schwarz-Weiß. Dann haben wir natürlich die Zwei-Wege-Audio-Geschichte. Das heißt also, Ihr Paketdienst oder Pizzadienst, wie auch immer, kann sich quasi mit Ihnen vor der Tür verständigen, an der Haustür. Auch eine schöne Sache. Eben der Lautsprecher und Mikrofon ist eingebaut in der Kamera. Und wir haben eine Mehrbenutzerfreigabe. Heißt also, ihr könnt also eure Frau, eure Kinder, eure Nachbarn mit in die Benutzerfreigabe intrigieren. So haben die auch die Möglichkeit, euer Haus, eure Haustür, euer Garten zu beobachten. Ihr könnt also euren Nachbarn jetzt auch als Benutzer dieser Kamera eintragen in der App, sodass er dann auch eine Gewalt über diese Kamera hat und dann auch schauen kann, ob bei euch alles in Ordnung ist. Dann haben wir hier auch noch eine breite Kompatibilität. Das heißt also kompatibel in iOS, Android, Mac, Windows, Systeme, also ihr könnt es überall einfügen, die App aufspielen und dann euch hier so eine Bilderdatei oder Beobachtungsbildschirme erschaffen mit dieser Software, um dann auch mehrere Kameras auf einem Bildschirm zu bekommen. Dann haben wir eine Unterstützung, ist also 24/7 Aufzeichnung, Aufnahme auf 128 GB SD-Karte, ist ja aber nicht im Lieferumfang enthalten. Wie ich das euch anfangs schon gezeigt habe, kommt ja so hinten rein und ihr habt also da alle Möglichkeiten der Aufzeichnung zu speichern und regelmäßiges Nachschauen lohnt sich, denn man kann die Aufnahmen dann auf seine Festplatte bzw. auf sein Handy ziehen, um die nachher zu Beweiszwecken zu gebrauchen. Hier haben wir nochmal 4 Geräte auf einem Bildschirm, also es ist also möglich, also 4 Kameras und dann hat man also eine Bildschirmteilung. Dann gibt es also noch die Möglichkeit, 8 vordefinierte Punkte in diese Kamerasoftware zu fixieren. Geben Sie die Nummer ein, die in dem Benutzer der Vorwahl entspricht und klicken Sie dann auf Anruf. Das heißt also, man kann also verschiedene fixierte Punkte festlegen auf seinen zu beobachtenden Bereich und dann fährt diese Kamera diese Punkte immer wieder ab. Dann haben wir IP66, ist natürlich wasserdicht und wetterbeständig. Ja, das ist natürlich klar für eine Außenkamera. Hier haben wir noch ein paar Fragen. Unterstützt die Kamera 2,4 oder 5 GHz? Hallo, diese WLAN-Kamera unterstützt Outdoor, unterstützt 2,4, 5 GHz. Unterstützt die Kamera NVR? Das sind also diese Festplattenrekorder. Da kann man sie natürlich auch anschließen. Welche Anwendungen die läuft bei dieser Kamera? Die Kamera läuft natürlich auf iOS und auf Android, Google und Alexa-Assistent wird nicht unterstützt. Kann man also vergessen. Also die Steuerung über die beiden ist natürlich nicht möglich. Müssen wir mal extra bezahlen? Nein, also wir müssen nicht extra bezahlen, also die App draufladen und dann hat man eben seine Fotos oder Videodateien auf dem Handy über diese App. Das schauen wir uns jetzt mal an. So, jetzt wollen wir die Kamera natürlich mal in Einsatz sehen und das erste, was wir machen, die App installieren. Wir haben jetzt einmal auf dem Aufkleber hier an der Kamera schon ein QR-Code. Der hat hier schon einen Username und ein Passwort. Das ist in beiden Fällen
der Name Admin, den man nehmen kann. So, und eben zu der Einrichtung der App gucken wir in der Bedienungsanleitung nach und da finden wir die beiden QR-Codes für Android und für iOS. Und die scannen wir jetzt einfach ab. So, das machen wir ganz kurz einmal auf den QR-Code. Ich habe hier iOS. Genau, dann kommen wir eben in die App und dann kann man also öffnen und installieren. Ich habe ja jetzt öffnen stehen, weil ich es schon installiert habe und dann komme ich in die App. So, als nächstes kommt natürlich Kamera hinzufügen, das wollen wir natürlich. Dann haben wir Kameraname, dann sage ich jetzt mal hier Willis Kamera. So, dann hat man den Benutzername, kann man erstmal so stehen lassen, Passwort ist auch schon drin und hier kann man auch einscannen. Wir nehmen die Kamera hier und scannen eben den QR-Code auf dem Kameraaufkleber ein und wups, da haben wir schon die Kamera eingefügt und jetzt kommt die Wi-Fi-Suche. Jetzt brauchen wir WLAN-Passwort eingeben und dann verbindet sich die Kamera mit dem WLAN. Nicht alle Kameras unterstützen die Verbindungsmethode, nur einige bestimmte Kameras. Bitte lesen Sie den Benutzeranweis. Jetzt geben wir erstmal das Passwort ein. Um das jetzt weiterzuführen, müssen wir noch erstmal den Netzstecker daran setzen, damit die Kamera unter Strom ist und sich dann auch dementsprechend ausjustieren kann und natürlich, wie gesagt, WLAN empfangen kann. Also ein sehr langes Kabel. So, und die stecken wir jetzt hier rein, also in diesen Stecker hier. So, jetzt richtet sich die Kamera aus. Ich habe die jetzt hier hingestellt, unter dieser Gummilippe hier. Und da gibt es also so eine Art Reset-Knopf, ganz klein da unten neben der SD-Karte. Ich habe so einen Bleistift jetzt genommen, den muss man dann mit mal ein paar Sekunden runtergedrückt halten. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, wie bei den anderen Modellen, die ich hier auch schon vorgestellt habe, mit dem QR-Code, den man hat hier auf dem Handy und den ich dann hier in die Kamera halten kann, ob sie sich da jetzt einfügt. Also sie macht wieder ihre Standardbewegungen. So, jetzt haben wir die Kamera natürlich online. Jetzt kann man mich hier sehen oder die Kamera. So, setzen wir sie mal so hin. So, jetzt seht ihr mal das Setup hier und jetzt kann ich hier natürlich verschiedene Einstellungen machen, unter anderem unsere Steuerung und da kann man sehen, dass ich die steuern kann in allen Himmelsrichtungen. Und wir haben ein gutes Bild, HD, 5 Megapixel und das ist auch sehr wichtig, wenn man natürlich Aufnahmen hat, die man später dann vielleicht mal vergrößern muss. Die werden dann kriselig und man kann das Gesicht nicht mehr erkennen. Dann hat das also wenig Sinn. Deshalb ist eine hohe Auflösung immer sehr wichtig, gerade bei solchen Überwachungskameras. Und die Kamera eben von Sitronix hat natürlich eine sehr hohe Auflösung. Und damit kann man auch mal ranfahren, ranzoomen, was natürlich hier optisch bzw. bedienungstechnisch möglich ist. So, ich habe natürlich die Kamera jetzt erstmal mit dem WLAN verbunden. Das ist also erstmal so erst die erste Pflicht, um das überhaupt in der App zu bedienen, wie ich das euch jetzt gezeigt habe. Es gibt natürlich noch den anderen Weg, den Weg des WLAN-Kabels. Es an dieses WLAN-Kabel hier anzuschließen, das wäre der nächste Weg. Da muss man natürlich, wie gesagt, erstmal direkt einen Router hinten reinstecken oder, wie ich euch anfangs schon gesagt habe, am Repeater, wenn man da Möglichkeiten hat, an dem Repeater auch ein Netzwerkkabel, DSL-Kabel anzuschließen und das dann letztendlich mit der Kamera verbinden. Jetzt gucken wir uns das Bild nochmal für den Nachtbetrieb an und dafür mache ich jetzt erstmal alle Scheinwerfer hier aus. So, jetzt haben wir die Kamera an, die Scheinwerfer von der Kamera leuchten jetzt hier. Jetzt ist natürlich die Kamera, hat jetzt diese starken LED-Scheinwerfer schon eingebaut um die Linse herum. Jetzt haben wir das Nachtlicht, also ist alles dunkel und ihr seht die LEDs und jetzt geht es wieder auf Scheinwerfer und damit haben wir wieder ein Farbbild. Wir können das jetzt alles ein bisschen noch elegantes Tracking haben wir jetzt hier, Moment. Ich versuche jetzt mal die Scheinwerfer auszumachen und auf normal zu gehen. Jetzt sind wir normal und normal heißt in dem Fall, wir haben jetzt diese Infrarot-Leuchten da brennen
und die geben uns Licht nachts und damit ist das auch schwarz-weiß, das Bild. Jetzt kann man das auch noch einstellen auf Farbe. Das heißt, Farbe heißt, die dicken Strahler gehen hier an und senden dann quasi auch ein farbiges Bild, wie ihr seht. So sieht es dann letztendlich aus. Und ihr seht also dieses gelbe Quadrat um meinem Kopf, das ist also diese Objektverfolgung oder Menschenverfolgung. Das heißt, wenn ich jetzt aufstehen würde, würde die Optik mir folgen. Ja, und das ist eben diese Menschenverfolgung oder Objektverfolgung. Das ist einfach nur eine Einstellungssache. Ich kann auch auf Automatik gehen. So, dann sucht sich eben das Gerät aus, was sie jetzt verwenden will. Entweder diese Nachtansicht oder das sagt, ich will Farbe und schaltet natürlich die etwas stärkeren Scheinwerfer an. Sehr gute Bilder, muss ich sagen. Ich bin jetzt auch ziemlich nah dran. Weder Tag und Nacht, also sehr gute Bilder und auch die Automatik funktioniert auch sehr gut. Was also nicht so optimal ist und den Komfort vielleicht in der Bedienung noch etwas erweitern würde, wäre jetzt eine Google- oder Alexa-Anbindung, dass man das vielleicht auch sprachsteuern kann. Wie gesagt, also man kann jetzt also auch noch eine Software auf dem PC aufziehen und da nochmal etliche Möglichkeiten der Bedienung einstellen. Finde ich also ein angemessener Preis für das, was die Kamera einen schlechthin bietet. So, jetzt nochmal als Hinweis. Wer solche Aufnahmen für Beweise sammeln muss oder irgendwann mal wird, wenn ein Täter bei euch einbricht, irgendwie den Garten verwüstet oder das Auto, sag ich mal, stiehlt oder was auch immer, dann müsst ihr immer einen Warnhinweis irgendwo anbringen, am Haus, da wo die Kamera aufgestellt ist oder beziehungsweise angebracht ist, dass dieser Bereich videoüberwacht wird. Das ist immer besser, weil man dann vor Gericht diese Aufnahmen auf jeden Fall verwenden kann als Beweismaterial. Ansonsten entscheidet dann irgendwann bei der Richter, ob diese Aufnahmen angebracht waren oder nicht. Man verletzt das Persönlichkeitsrecht, auch Verbrecher haben Rechte. Das sollte man dann nicht vergessen. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir ein Däumchen nach oben und abonniert den Kanal, wenn ihr weiterhin solche Videos sehen wollt. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ciao, ciao!